Mini Paradise, live vor Ort. Da ist der Chef, Marius. Oh, ja. Henning, Asmir, Vega, Jens, Asmir, Buddy. Selle hinter der Kamera und Manu fehlt noch, oder? Ja, Manu kommt gleich mit dem Auto. Es ist mittlerweile Punkt 6. Gleiches Abfahrt nach Osnabrück. Wir freuen uns auf ein entspanntes Teamturnier. Unter der SG Stern reisen wir heute an in dem großen V-Klasse von Mercedes. Wo ist denn der Mercedes? Da hinten. Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Mini Paradise zu einem neuen Video Turnier Report Osnabrück. Zum Teamturnier fahren wir heute mit einem vollen Sprinter von der SG Stern. Vielen, vielen Dank dafür. 8 Leute sind wir, 4 Teams im Auto. Heute zusammen spielen Marius und ich. Dann spielt der Jens zusammen mit dem Henning. Dann haben wir Asmir, der zusammen mit dem Stefan Vega spielt. Und die Kochbrüder zusammen, Manu und Paddy natürlich, als eingeschworenes Team, wollen natürlich auch ordentlich rasieren. Wir sind heute Morgen um 6 Uhr losgefahren, sind jetzt sogar schon 20 Minuten vor der Location. Wir können jetzt erst mit dem Videoleiter anfangen, weil es gerade heller wird. Und ich glaube, von der Helligkeit ist es noch nicht ganz so optimal. Es wird langsam Winter, aber wir wollen natürlich euch nicht unseren ganzen Hinweg vorenthalten. Daher jetzt nochmal unser Video dazu. Wichtig natürlich, wir freuen uns alle mega drauf. Es gibt Leute, die haben schon tüfteln seit Wochen über ihre Listen. Henning und Jens. Die Ohren gehauen, ne? Und die haben extra auch dafür Figuren angemalt. Guckt euch das mal an. Also wir sind sportlich unterwegs. Und da wollen wir natürlich unsere Fragerunde eröffnen zu unseren Platzierungen, wo wir alle landen und wo wir sehen, wo wir am Ende alle rauskommen. Fangen wir mal an und geben die ersten Einschätzungen bitte vom Jens und Henning. Wo seht ihr euch und wo seht ihr die anderen? Henning, willst du anfangen? Ich kann anfangen. Also ich kann bei uns sehr schlecht einschätzen, wo wir landen. Ich glaube, wir haben das Potenzial, gegen fast alles zu gewinnen, aber also es kann auch sein, dass es komplett daneben geht. Also wir spielen Cities of Sigma, also ich mit Tempest Eye und Jens spielt Iron Jaws. Wir spielen mit den jetzt, Iron Suns. Genau, und wir spielen jetzt, ich glaube, zum zweiten Mal jeder erst unsere Armee, von daher ist das noch relativ frisch, aber mal gucken. Ja. Jetzt macht das schon. Also es gibt 20 Teams, so eine grobe Einschätzung für euch. Ja. Willst du jetzt einen Platz hören oder willst du? Ja, Platz. Einfach mal einen Platz rausgehauen. 9. Ich sag 11. Von wie vielen denn? Ich sag alle bitte. Von allen? Von 20 Teams. 20 Teams, 9. Ich sag Platz 11. Platz 11. Mach mal die Platzierung für alle. Ihr seid auf Platz 11. Okay, ganz einfach. Kochst natürlich hier. Manu, Paddy, 1. Ja, das glaube ich auch. Da müssen wir nicht drüber reden. Platz 1? Ja, natürlich. Ja. Im Auto meint ihr ja. Nein, ich meine gesamt. Ja, insgesamt, klar, ich traue euch auf Platz 1. Ja, genau, also im Auto definitiv, auf der Veranstaltung auf jeden Fall auch oben dabei. Wenn wir Platz 3 und Platz 5 aus Deutschland sind, dann oder seid, dann müsst ihr, glaube ich, euch nicht verstecken. Ne? Ja. Ja. Muss das Ziel halt 1 sein, wenn man ehrlich ist. Manu Marius. Marcel Marius, Entschuldigung. Boah, da tue ich mich auch ganz schwer. Ist so schwer. Ich gebe euch mal 8. Oh. Ja, ich glaube auch, auch Top 10. Ich glaube auch Top 10. Okay. Und Vega, Asmir, setz dich mal auf die 6. Wow! Das ist Druck! Das heißt, ihr werdet Letzter in eurem Haus. Sehr geil. Ja. Ja, das glaube ich ja, doch. Das war dein Tipp übrigens im Vorfeld auch, Manu. Ja, hat sich aber jetzt geändert. Durch die Listenwahl von Marcel. Sehr geil. Okay. Dann gucken wir mal, machen wir weiter. Asmir und Stefan. Ich will noch eine kurze Sache sagen. Ich finde es super cool, dass der eine mit den Vampires spielt. Ich glaube, er spielt Soulblight. Daumen beide Daumen hoch dafür. Ja, sehr gut. Schöne Grüße an den. Genau. Ja. Wie auch immer das ist. Weiß ich auch nicht. Lernen wir hoffentlich kennen. Asmir und Stefan, wie sieht es bei euch aus? Was ist mit euch los? Was spielen ihr? Ja, ich spiele Daughters, Bega Flashy da. Powerless. Also wir haben eine sehr starke Liste, ja, aber wir sind halt auch nicht gerade die erfahrensten Spieler halt, ne? Ja. Wir kennen halt nicht die anderen Armeen, muss man so sagen. Deswegen sehe ich uns eher so im Mittelfeld. Also Platz 8. Jawohl. Was Stefan? Für die anderen? Stefan, was sagst du? Was sagst du, Mega? Was sag ich? Erstes Mal Flash Eater auf dem Turnier. Muss mal gucken, was passiert. Ich sage, es gibt viele, viele Ballerlisten, die dann halt wirklich auch große Monster im ersten Zug dir rausnehmen, bevor du überhaupt dran bist. Oder dich halt gar nicht drankommen lassen.
deswegen, ja, Kochs auf Platz 1 auf jeden Fall. Gar kein Diskussion. No pressure. Dann sage ich die Liste von Marcel und Marius mit Stormfiends und Morati, Platz 3. Ach du Jemine. Junge, das ist Druck. Hört mal auf. Marius, dritter Platz. Wir wollen ein Spiel gewinnen. Wir haben dann auch unterschiedliche Ansichten, wie das Turnier verlaufen soll, Marcel und ich. Ich würde uns auch, also Asmir und mich, je nachdem, was wir für Gegner kriegen, ich sag mal Platz 10 bis Platz 8, das auch, könnte drin sein. Ja, und dann Jens und Henning, schwer. Aber ich würde euch einfach mal vor uns einplatzieren, um den Druck zu erhöhen. Ja. So, und jetzt hier die Zugpferde, was sagt ihr? Paddy, hau raus. Ja, ich spiele ja wie immer Diebken, kann nichts anderes. Manu spielt dieser Defenders, was man noch nie gehört hat. Direkt erstmal wieder von mir geklaut. Defender. Ja, stimmt, haben wir geklaut. Ja, mal schauen, was es gibt. Wir haben jetzt 3 Spiele gemacht. 2 gewonnen, 1 verloren. Sieht nicht schlecht aus, aber kommt auf den Gegner drauf an. Das Gute ist, wir können immer entscheiden, außer ein Spiel, wer anfängt. Das ist auch sehr wichtig, eigentlich gegen unsere Liste. Hoffentlich haben wir nicht so Würfelpech. Ja. So, dann wollen wir mal den deutschen Meister hören, was der so sagt. Heute wäre der Fahrer für die Hinfahrt. Ich denke, wir haben eine ganz gute Liste, ja. Wenn wir nicht so krasse Spielfehler machen. Es sind 2 Siege drin. 2 Siege sind drin. Und welche Platzierung? Geht ihr damit, dass ihr Erster werdet? Nein. Glaube ich auch nicht, weil wir nicht zu hohe Siege machen. Ich schätze mal Platz 5. Aber die Besten im Auto werdet ihr? Hoffentlich. Nicht Letzter werden. Nicht Letzter im Auto. Also wir werden höchstens nur 60% gewinnen immer. Weil wir auch eine ballern und ballern macht keine hohen Siege. Ich schätze ja immer noch meine Liste, denke ich, dass Henning und Jens, die haben sich so gut vorbereitet, ich glaube, wie kein anderer. Theorie. Ja, aber nur Theorie. Theorie. Aber wirklich wenn einer sagt, er hat schon 3 Wochen, schreiben die nichts anderes. sage ich mal so, dass Theorie sehr viel ist. Und Henning kennt sowieso jede Liste. Mein Eindruck, ich habe noch nicht gegen ihn gespielt, aber er kennt, glaube ich, jedes Volk sehr gut, wie Manu. Und Jens, hoffentlich gleiche spielerische wie Flash Eaters, gucken wir mal. Danke. Werden bei uns im Ersten, ich sag da, es wäre Erste im Auto. Zweiter, was habe ich gesagt? Asmir und Bega habe ich ja 2. gesagt im Auto. Weil wir haben gegen die gespielt und ist sehr, sehr anstrengend. Also wir haben gedacht, 1 gewonnen, 1 verloren. Haben sie sehr gut gespielt und die dritten Platz haben Kochs, machen die Kochs im Auto. Und Marius und Marcel, tut mir leid. sehr gut, das aber das war immer noch, Marcel hat ja eine neue Liste. Ich habe nur nach der alten bewertet. Ich weiß nicht, wie die neue ist. Ja, Marcel was doch eher Fair Play-Wertung gewinnen, hat er gesagt. Genau. Best Painted will er gewinnen. Mario ja, Best Painted. Also ich sage, alle Teams machen 2 Siege heute. Hier im Auto. Ich glaube schon, dass alle 2 Siege machen heute. Ja, und was ist, wenn dann das glaube ich nicht. So, was sagst du denn zu der Einschätzung, Marcel? Du also erstmal freue ich mich total darauf, mit Marius zusammen auf dem Turnier fahren, weil der Marius eine Turniererfahrenste von uns ein. Und deswegen kann ich mir auf jeden Fall auf seine Erfahrung schon mal zurückgreifen. Ich bedanke mich auch nochmal für die Organisation prinzipiell. Also klar gab es diesen Fehler oder dieses, ich sag mal, diese Änderung von den Regeln, wo wir unsere Mailliste nochmal abändern mussten, eigentlich Marius und ich, und jetzt auch offiziell durften. Dafür auf jeden Fall aus Orga-Sicht nochmal ein Dankeschön. Deswegen habe ich meine Mailliste nochmal ändern dürfen und bin von Cities auf Sigma auf Skaven umgestiegen. Weil es einfach von der Art und Weise her, wie wir zusammengespielt hätten, keinen Sinn gemacht hätte, auch nicht. Aber so glaube ich, von Marius und ich zusammen, Morati mit Stormfiends, ist schon das Potenzial, als schon, wir müssen gucken, was wir daraus machen. Also ich hoffe, dass wir ein Spiel gewinnen, ich will ein Spiel auf jeden Bitte Fall gewinnen. 4 Kilometer ob so ist, der wie, Straße folgen. Ob so ist, wie Manu sagt, wir 2 gewinnen, weiß ich nicht ganz genau. Ein Sieg ist unser Ziel. Deswegen glaube ich, wir werden so 10, 11. Jens, Henning schätze ich auch echt recht gut dahin, muss ich sagen. Jetzt auch ein recht guter Turnierspieler, leider. Und daher glaube ich auch, dass die 5. werden. Asmir und Bega finde ich schwierig einzuschätzen. Ich glaube, die kommen auch 8 bis 9.
und Manu und Paddy, und jetzt haben alle im Auto 1 gesagt, glaube ich, zu denen, außer sich selber. Ich sage jetzt einfach mal 2, weil es wirklich wirklich schwierig ist. Es gibt, glaube ich, mehrere Teams, die 3 Spiele gewinnen können. Und glaube ich, wenn dann die Prozentzahlen entscheidend sind, glaube ich, dass für die der 2. Platz ist. Aber ich hoffe, dass sie Erster werden, weil ich will, dass sie den Titel holen für uns. Aber ich realistisch glaube ich 2. Top 3 auf jeden Fall. Ja. Pass doch mal was anderes. Erwähnen noch Eloy und Phil. Eloy und Phil ist auf jeden Fall, wären auch noch ein Team von uns heute gewesen. Leider ist Phil erkrankt. Und Eloy macht natürlich keinen Sinn, auf ein Teamturnier zu fahren. Kann jeder verstehen. Finde mir sehr schade. Hätten wir gerne heute dabei gehabt. Schönen Gruß an die 2 Boys. Gute Besserung, Phil, mein Lieber. Und Eloy, ja, wir sehen uns bald wieder. Beim nächsten Mal seid ihr am Start. Ansonsten ist eine geile Truppe hier, ist ein bisschen warm hier drin, alle sind gut drauf. Ist ein bisschen kuschelig, muss man ehrlich sagen, gerade auf der Rückbank hier, jetzt, weil die Boys hier hinten sind. Heiße Typen. Sind heiße Typen, das stimmt. Sind alle im Auto. Wir freuen uns, es wird geil und wir melden uns auf jeden Fall. Nein, der Marius muss noch sprechen. Der Marius muss auch noch. Der Turnierfahrende. Zug fährt. 5 Turniere im November. Marius, deine Einschätzung nochmal. Ja, ich gehe da komplett mit Marcel. Kannst du auch selbst sagen. Du musst selber reden. Ja, also ich sage auch, dass die Kochs im Auto Erster werden. Turnier, schauen wir mal. Asmir und Bega, da bin ich am, freue ich mich am meisten drauf. Mal gucken, was die so reißen können. Bega natürlich eine krasse Liste, Asmir sowieso. Und Jens und Henning, mal gucken. Also vielleicht Gyrocopter, vielleicht reißen die ja mal was. Das wäre ziemlich geil. Ja, und Cello und ich müssen halt gucken. Wir haben das, die Liste nie zusammen gespielt. Gestern erst geändert, also das wird interessant. Das wird kreativ. Ja, wir sollten unser Ziel doch ändern auf nicht letzter im Auto. Und, ja. Aber wir machen noch was richtig Geiles zum Abschluss. Und zwar gibt jeder jetzt von uns im Auto noch einen Tipp ab, wie viele Modelle von den Gyrocoptern umgebracht werden. Oh, in allen Spielen zusammen. In allen Spielen zusammen. Also ich tippe 66. Okay. Ich sag 52. Ich schätze mal niedriger ein, weil ich glaube, dass wir Pech haben mit den Gegnern und dann sind nicht so viele Modelle, die sie umschießen können. Deswegen sage ich mal 30. Ich sag 35, hätte ich mir sagen. 49. Ich hab 41 gesagt. Das heißt, ich muss jetzt mitzählen, ne? Ich muss mitzählen heute den ganzen Tag. Ja. Okay. Strichliste. Mach ich. Ich sag einfach am Ende 66 und dann ist gut. So, ja, klar. 27. Vegas, du schon? Nö, ich sag 40. Cool. So, okay, das hast mir. Und was machen wir, wer letzter wird im Auto? Was muss der machen? 20 Chicken Nuggets kaufen, fahren. Okay. Toll. Ich krieg ja noch 3 Essen hier. 3 Essen, jo. Ja, von der Deutschen Meisterschaft noch ein Essen. Dann krieg ich noch von Marius und Asmir ein Essen. Und von Marcel krieg ich noch ein Essen. Also, ich hab Hunger. Ja, 20er Chicken fürs Auto. Das ist ein gut. Das ist cool. Und sind da 40 Chicken McNuggets. Ja, 40er. 40er. Oder 40, ja. Ja, es sind 2 Leute, 40 Chicken McNuggets fürs Auto. Eine Box jeder. Ja. Hallo. Sehr gut. Okay, cool. Ich hoffe, ihr freut euch darauf auf unsere Nachberichterstattung und wir melden uns auf jeden Fall nach dem Turnier wieder zurück. Vielleicht versuchen wir machen auch unterwegs ein paar Bilder, die findet ihr auf Instagram dann. Und vielleicht schaffen wir es auch, auf dem Turnier noch ein kleines Video aufzunehmen. Ich glaube nicht, weil das recht stressig ist und wir wollen da auch keinen aufhalten von der Orga zum Beispiel. Aber wir probieren es. Wenn es nichts wird, dann seht ihr uns gleich wieder auf der Rückfahrt mit den Ergebnissen. Und ebenfalls dann auch mit der entsprechenden Laune hier im Auto und mit dem, der am Ende dann die Chicken Nuggets vom Gesicht hat. Viel Spaß und drückt uns die Daumen. Wir freuen uns. Es wird geil. Daumen hoch, Mini Paradise. Bis dann. Ich hätte ja Dreadhorn. Der kriegt doch mal einen extra Angriff. Das sind 25 Angriffe. Zwei Stück Rent. Ohne? Ohne, also für Marcel. Einer ist durchgegangen. Wie viel Schaden? Eins. Eine tot. Und das Großschwert auf die 3, auf die 4, links. Das ist aber nicht klappt. Das hast du noch hin, ne? Das kann ich auch noch reinfallen. Ja, der kann auch noch rein. Zuschlagen. Kann er? Will ich das? Ja, kannst du. Ja, mach es. Okay.
Auf die 3. 4. 2 mal Rent 1. Also ein 6er Safe. Vier Schaden. So, das heißt. Okay. Ja, 3 auf 3 und 3. 3 auf die. Und was mir läuft? Naja, das zweite Spiel war top. Eine große Lehrstunde vom Pfeil. Wahrscheinlich eine Morde. Ja. Jens und Helling, voll im Spiel. Der Gegner möchte was sagen? Nee, eigentlich nicht. Außer, dass meine Squigs alles aufessen und runterschlucken. Läuft bei dir? Ich bin nicht ganz unzufrieden. Ein wunderschöner Mango. Ist er tot? Eine schöne Runde. Ist tot. Ist egal. Also. Dann darf der War Chanter noch. Fabian, das ist ein guter Move, dass du die da hingestellt hast. Regina und sie 4 Stück, Red minus 1, 4 mal minus 1. Vor einer halben Stunde habe ich mit dir telefoniert, die wollten gleich losfahren. Also ich denke mal noch 4 Stunden. 3, geh ein Schaden. Ein Schaden. Das ist ein Schaden. Also mit so einem eingelegten Äpfel, aber nicht auch mit so einem. Ja, okay. Bist du jetzt fertig? Kuchen Talk hier. Wir müssen ja, schon über Kuchen reden, weil das ist auch wichtig. Ja, ja. Also meine Frau hat einen super guten Kuchen gemacht, von dem ich gleich unbedingt noch was essen muss. Du musst auch dafür zahlen, Jan. Nee, ich glaube, der ist umsonst. Die macht das sogar aus Liebe zum Hobby. Aus Liebe zum Hobby. Auch. Nee, die hat mitbekommen, wie ich die letzten 2 Wochen gelitten habe, um meine Armee fertig anzumalen. Und deswegen dachte die, ich mache jetzt mal ein bisschen was, damit das leibliche Wohl stimmt. Aber es hat sich gelohnt. Weil wenn wir uns mal diese wunderschönen Squigs angucken. Ich habe vor 2 Wochen, als ich die Liste eingereicht habe, genau 5 Modelle angemalt gehabt. Und dann habe ich einfach auf Schlaf verzichtet die letzten Wochen. Ja, es hat sich aber gelohnt. Ein super cooles Farbschema. Das geht nicht mehr anders. Das ist der einzige, der 2 Punkte wert ist, ne? Ja. Das heißt, ich kann nur mit denen hinfliegen, schießen. Wie läuft es bei den Kochs? 4+5+. Hier am Tisch wird auch geregelt. Ja, war gerade so. Zwei Runden. Dornfins, Murati. Einer geht, einer steht. Und hier haben wir die Aale plus Zwergen-Kombi. Ich muss ja mal gucken, ob ich das Zentrum bin, das muss ich rennen. Ja, gegen nicht mehr viel, was da noch rumsteht. Ja, das ist jetzt sehr aber ich glaube nicht, dass die 2 den schaffen. Die müssen den schaffen. Einmal die gefürchtete Doppelt-Fackliste von den Kellerkindern. Thank you.
Ihr fliegt jetzt hier bei mir über. Das war auch schon fliegen und auf dem Markierbord. Das war das. Sollen wir nicht anders im besten Brett? Ich glaube, ich hatte das noch. Ich habe 19 Zoll Movement. Plus Rennen, 1 Zoll mindestens, er ist nicht in 6 Zoll drin, dann kann er den nur für den Normal. Und den kann ich sogar noch antecken. Achso, dann sagt er das. Das ist jetzt nicht so gut, dann macht das. Dann sagt er, kann auch rennen, ansonsten ist er hier. Er rennt. Nee, Jonas hat ihn genommen. Ich bin bei Dopti. Das ist viel. Bei was für einem Reichweite? Nee, das ist schade. Der kommt plus 5, 16 plus 5 sind 21. Der ist. Von 6, wie viele Wunden hat der? 6. Ich bin nicht in der 6. Der hat 5, ne? Ja. Ja. Dann kriegt er ja 5 tödliche. Übergeflogen. Danke, das ist gut. Ah. Ich weiß nicht, ob ich noch die Icon machen möchte. Doch, ich mache wohl die Icon. Auf die und die und ich glaube, die waren auch einfach zu tödlich. Wollen wir das? Nee, müssen wir nicht. Alles gut. Okay, Charge, ne? Wo wir chargen? Nee, ich kann hier noch schießen. Stopp. Müssen Sie weg? Oder soll ich schießen? Ich kann noch schießen. Die dürfen alles wiederholen. Mit wem schießt du auf was? Du kannst aufteilen. Also ich bin aufteilen. Das sind dann 7. Das sind 21 Stück. Ach, ist der auch in der? Nee, 120. Ja, weil du bist in 3 Zoll. Ich hab's auch. Ja, okay, das wusste ich vorhin nicht. Deswegen war das auch nicht. 7. Und läuft bei euch? Ja, ganz gut. Alles wiederholen. Was spielt ihr? Bitte? Wenn ich 5 werden will, sag's einfach. Alles gut. Was spielt ihr hier Schönes? Daughters of Cain mit Skaven zusammen gegen Daughters of Cain mit Echsenmenschen, also Seraphon. Daughters of Cain auch wieder mal ein Serum Leads. Aber 1000 Punkte sind jetzt schon 30 Witcher-Elfs. Das sind 30 Witcher-Elfs. Die machen das mal. Sogar 60. Ja. Ja. 3 Schaden machen sie eh. Läuft. Ne? Mach ich auf den nächsten, ne? Aber wenn es passt, nicht klappt, ne? Ja. Wem sagst du das? Mein Razor. Ja, aber der ist nicht der Wichtigste. Oh, geht für mich schon. Ja gut, du machst ja gegen, ja. Ja, 4. Das ist jetzt wahrscheinlich der zweite, ne? Ja, ja. Wieder keine 4, 6 mehr, hätte das gedacht. Und den nächsten. Ich schieße 4, 3, den Anfänger hoch. 4, 4. Das war doch vielleicht ist er dieses Mal 4, 6. Nein. Ja, dann chargen, ne? Ja. Okay, ich fange mal mit meinem Thron hinten. Mit 7. Ja, ja, lass den da stehen. Ganz ich mach das so, dass ich da und da drauf kann. Ja. Dann die. Hat der nicht Aufballtreffer? Ja, dann noch Aufballtreffer. Die sind hier bei der Rechten. Probier hier zu chargen, ne? Ja. Ja, es sollte klappen, ne? Ja. Wir geben die Kommandwörter aus, ne, dass ich hier. Ja, ja. Denkt dran, dass Razor dann 3 Zoll hat. Ja, aber das ist nicht weit weg. Deswegen würde ich gleichzeitig deinen Chemist-Schuhe benutzen, 3W6. Ja, und den Börse schießen. Warte, ich hab's. Ich wollte nicht sagen, wo der war. Moment. Der Chemist da. Nee, darfst du noch nicht, weil er kommt auch noch. Er charged. Mit einer 8. Muss aber schon mal rum, oder? Nee, ich kann ja auch noch da. War das zu weit? 8? Ja. Ja, natürlich. Ach, ja, ich dachte, ja, ja, nein. Ja, ja. Kannst du ihn einmal zur Slaughter Queen stellen? Bitte dahinter, das geht. Oder ein bisschen mit der Name. Nee, ich will die Sword Queen kennen. Ich will es probieren. Ja, komm, mach. Ja. Ist das jetzt der nächste Suicide? Ja, nee. Obwohl, soll ich schon Suicide machen mit denen? Nee, noch nicht, ne? Gib es Sparke aus. Nein. Wie viele Leben hat hier noch? 2? Der blaue auf 3 und 3, der andere auf 4 und 3. Ja, beide. Und
Der nicht, aber der minus 2 rennt, 3 Schaden flat. Sie dürfte hoffentlich tot sein. Ja, weiß nicht. Die ist tot. Die ist tot. Ja. Das wollte ich. Ja, kurzes Zwischenfazit von dem Osnabrücker Turnier. Wir sind hier mit unseren, ich nenne es mal Fanfreundschaft, Entschuldigung, ich weiß nicht, ob es sowas gibt, aber ja. Teamfreundschaft mit den Kellerkindern. Wir haben immer schon sehr bekannte und brisante Duelle auf Turnieren gesehen. Heute ist es wahrscheinlich wieder soweit, weil Dan Bo und Christian, die spielen zusammen eine krasse Terrorgeist-Zange. Ich keine Ahnung, ob ich das auch überhaupt will. Doch, eine Flügelzange. Richtige Flügelzange, ja, genau. 4 Flüge, one way. Und natürlich die Geschäftskoch, gerade nur vom Party vertreten, haben auch mal das Spiel gewonnen. Eventuell sehen die sich jetzt im Finale wieder, man weiß es nicht ganz genau. Es wäre auf jeden Fall interessant. Nur mal so als kleines Fazit zu Osnabrück und fürs Finale. Ja, ich würde sagen, also nachdem wir jetzt in der ersten Runde schon gegen Mini Paradise verdient gewonnen haben, würde ich sagen, und das zweite Spiel noch verdienter gewonnen haben, vor allem noch deutlicher. Zwei Spiele jetzt, Mini Paradise, genau. Das zweite Spiel noch deutlicher, oder? Ja, 36-6. Werden wir jetzt im Finale wahrscheinlich dann gegen die Kochbrüder antreten. Können ja auch nicht sagen. Aber so. Ja, ich sag mal so, ne, die kochen auch nur mit Wasser. Und von daher, nee, ich freue mich wirklich, macht immer Spaß gegen die zu spielen. Und bin ich gespannt, wie es wird. Und Osnabrück hier so zur Location an sich? Ja, finde ich super. Also, wie gesagt, wir waren jetzt. Und hast du die letzten Male da und so. Bitte? Hast du eine neue Main-Armee jetzt? Nee, also ich noch mal kurze Erklärung. Ich spiele nochmal Stormcast immer. Jetzt habe ich heute mal Feck gespielt, einfach mal so zum Ausprobieren. Ich sag mal so, mit denen kann man arbeiten. Ich muss das auf jeden Fall hervorheben. Der Christian spielt Feck nicht erst seit kurzem, sondern seitdem ich ihn kenne. Das ist schon 2-3 Jahre her. Spielt ja schon immer Flash Eater und der ist seiner Armee treu geblieben. Und jetzt wird er dafür sich. Großen Respekt dafür. Manchmal hat es besser, manchmal genau. Schlechter, aber es funktioniert immer noch. Deswegen ist das ganz schön. Ich bin heute zum ersten Mal in Osnabrück und ich muss wirklich auch die Veranstaltung an sich sehr, sehr loben. Sowohl die Turnierorga, sowie auch die Örtlichkeiten. Ist wirklich alles sehr, sehr gut. Das Auswahl an Getränken, Essen, alles da, alles sauber, Toiletten sauber, super. Tische sind auch wirklich gut. Also ich finde von der Stabilität her ist halt nicht so krass, aber für das, was die hier aufgebaut haben, ist das wirklich allererste Sahne, auch viel Gelände, alles hübsch anzusehen. Also großes Lob an die Turnierleitung und die Organisation hier in Osnabrück. Kann man wirklich weiterempfehlen. Heute sind 36 Teilnehmer hier, 18 Teams, ist ein Teamturnier. Deswegen ja, 18 Teams, schön. Also wirklich sehr, sehr spaßig. Wie ist denn bei euch, Marcel? Wir haben ein Spiel gewonnen und eins verloren. Daher tümpeln wir, wie auch erwartungsgemäß gedacht, im Mittelfeld rum. Von daher ist es jetzt spannend, gegen wen wir zum Schluss spielen. Wie weit das dann nach oben geht, mit 2 Siegen kann man immer recht weit nach oben oder nur mit einem Sieg recht weit nach unten kommen. Von daher ist das jetzt recht offen bei uns. Ich glaube, das kann jetzt 10 Plätze vielleicht maximal nach oben, 5 nach unten, 5 ausmachen. Aber beide Spiele waren super geil, super tolle Leute, mit denen wir gespielt haben. Und wir haben auch Einladungen schon ausgesprochen zu uns nach Kassel, die mit uns dann YouTube-Videos zusammen aufnehmen wollen. Und dem werden wir auch sehr, sehr gerne nachkommen. Wo wir auch insgesamt bei dem Thema sind nochmal. Die Kellerkinder wollen uns auch besuchen. Da gab es eine kleine Ansage, die mache ich jetzt live auf Cam. Wie war die? Ja, sehr gerne halt. Ne? Also wir würden gerne das Team Mini Paradise als Kellerkinder mal herausfordern. Also wirklich so 4 gegen 4 oder 5 gegen 5 in Einzelspielen. 5 gegen 5 sehe ich gerade vom Chef. Jede Armee einmal betreten und genau. Dann... Und jede Fraktion muss einmal da sein. Order, Destruction und so. Dann wollen wir mal gucken. Dann werden wir mal gucken, wer so einfach das beste Team so in Deutschland ist. Das Schöne ist, wir planen ja gerade insgesamt dafür eine Internetseite, eine Internetplattform für alle Clubs, haben wir schon erstellt. Die wird auch veröffentlicht in den nächsten Tagen, wo sich jedes Clubmitglied anmelden kann, sodass wir eine Bundesliga für AOS und 40k. Und vielleicht ist das ja der allererste Spieltag, in dem dann die Kellerkinder gegen Mini Paradise verlieren. Gucken wir mal. Mehr dazu noch viel mehr in Zukunft. Aber das wird auf jeden Fall sehr, sehr cool, wenn ihr uns besucht. Mit 5 Leuten, wir haben auch 5 Tische, das wird ein sehr, sehr geiler Tag, Wochenende, wird wahrscheinlich ein bisschen länger gehen. Wir freuen uns sehr drauf. Hätten wir sehr viel Bock drauf. Die kommen jetzt. Dankeschön, Patrick. Und nur mal kurz noch viel dazu, perfekt. Und zum Abschluss haben wir natürlich noch einen Stefan und Jens, die sind 2 anderen Teams noch von uns, unsere letzten beiden Teams. Nochmal euer Fazit oder euer Zwischenfazit zu der aktuellen Situation, Stefan. Ja, bin mich relativ weit hinten aufgestellt. Der Flash Eater kam halt trotzdem rein, der Terrorgeist voll gebufft. Mit meinem Terrorgeist draußen, mein General. Ja. Ich sag mal so, das ist natürlich Qualität, die hat sich dann. Da konnte halt auch nichts machen mehr. Das passiert dann halt. Die beiden haben gerade gegeneinander gespielt. Stefan, ihr habt einen Terrorgeist.
Ihr der Zwei. Und der Erste hat einen Move gemacht von 28 Zoll quer über Spielfeld. Genau. Heftig. Hätten wir es mal auf Battle Report gehabt, wäre das vielleicht interessant gewesen, aber... So, ihr habt jetzt ein Spiel gewonnen, eins verloren? Wir haben ein Spiel relativ hoch gewonnen. Das war gegen Stormcast. Und Korn dabei. Das haben wir relativ hoch gewonnen. Deswegen durften wir dann gegen die Kellerkinder ran. Ja, und jetzt gucken wir, dass wir das dritte Spiel noch relativ gut durchziehen. Die Kellerkinder werden dann von den Kochs eingenordet und dann hat sich das wieder für heute. Nicht so gut gestartet leider heute, muss man sagen. Das ist Jens und Hennings Team. Ja. Ihr habt aktuell leider... Wir hatten auch das Glück, im ersten Spiel zu stehen. Und das zweite Spiel haben wir dann leider auch knapp verloren. Da lief das nicht alles so, wie wir uns das geplant haben. Ja, jetzt haben wir noch ein drittes Spiel, entspannter Abend, aber Spaß macht es trotzdem. Ja, genau. Und bitte das erste Mal mit Iron Jaws ist natürlich auch cool. Ja. Machen wir noch eine kurze Abstimmung, falls wirklich das Duell im Finale Kochs gegen die Drachenflügelzange gehen soll, könnte passieren, dass das so ist, machen wir kurz ein kleines Handzeichen, finde ich ganz interessant. Wer tippt, dass das Finale von den Kochs entschieden wird zugunsten der Kochs? Wer ist dafür, dass das Flash-Eater-Team gewinnt von den Kellerkindern? Sehr, sehr geil. Bitte zwei Wochen, ich hab jetzt verrechnet. Du hättest das gibt's einen Schock bei euch. Ich muss und musst du für euch. Und wir bezahlen, wenn ihr gewinnt. Hört sich gut an. Und zwar, wenn ihr zu uns kommt und die laden wir euch dann ein, wenn ihr das Finale gewinnt. Super, danke schön. Cool. Dann viel Spaß. Auf jeden Fall, wir melden uns zurück auf Rückreise und dann kommen wir natürlich mit den Endergebnissen und den endgültigen Platzierungen. Und dann schauen wir mal, für wen es wie heute gereicht hat und wie breit die beiden hier noch grinsen, die noch neben uns So, aktuell läuft gerade die Best Painted Abstimmung, deswegen sammeln wir für euch exklusiv mal ein paar Impressionen. Hier sind ein paar Iron Jaws abgebildet. Dann kommen wir jetzt rüber. Oh, ich habe genau einen perfekten Tisch gestartet, weil das hier, ich muss mal selber meine Skaven-Armee, die der Nils angemalt hat. Und Nils hat hier richtig geile Arbeit geleistet. Gerade die Stormfiends sind sehr, sehr hübsch geworden. Finde ich sehr, sehr cool. Vielen Dank, Nils. Du bist der geilste Typ. Dann gucken wir hier hinten. Hier finde ich gerade vom Manu. Ich habe vergessen wirklich, wie dieser Trupp heißt, der aus dem Forbidden Power Battletome kommt. Dann sind hier noch weitere Overlords in der Packung. Hier sind Paddys Aale. Dann haben wir hier eine geile Korn-Beschussarmee, das sieht man auch nicht so häufig. Und hier eine auch richtig, richtig hübsche Squid-Armee, jawohl. Wie heißt die Armee nochmal von Manu? Ich vergesse es mal. Die Armee von Manu. Welcher Manu? Die hier. Unsere Manu. Lethal Defenders. Okay, der Henning ist mittlerweile unser Lexikon. Der kennt es perfekt aus. Und das hier ist sogar die wunderschön bemalte Armee vom Henning. Der hat richtig, richtig Gas gegeben und ist wirklich, wirklich toll geworden. Als Cities of Sigma Spieler. Wundervoll. Hier drüben haben wir nochmal eine Korn-Armee. So wie Slanish. Marius Lieblingsarmee. Jawohl, Siegerarmee. Siegerarmee. Dann haben wir das Stormcast Eternal System. Ich glaube, die Boys alleine sind von 1000 Punkten, ich glaube schon 700 wert oder 56. 600 irgendwas. Und hier noch auch richtig hübsch gemacht. Eine Kornarmee. Hier hinten im Hintergrund wird noch fleißig gezockt. Hier komme ich zu Vegas von uns. Stefan Vegas, Flash Leader, der hat auch sich richtig, richtig viel Mühe gegeben. Und hier drüben sind die vom Truss, von Christian, seine Flash-Eater. Sind auch wirklich toll gemacht. Also man sieht hier teilweise wirklich sehr, sehr schön bemalte Figuren und auch schöne Spielfelder. Also Osnabrück hat das wirklich, die Jungs hier von Osnabrück haben das wirklich toll gemacht. Hier nicht gehabt, dann wäre es eng für dich geworden, glaube ich. Hier oben haben wir ein Spiel gehabt von der aktuellen Nummer 1 auf T3. Der hat hier mit seinem Zinsch wieder magisch ein bisschen was geleistet. Gegen Silvernet mit im Team zusammen mit Skaven, Crazier, Panzerliste und zwei Warbringer hier ein. Ein Vermilord. Das hier ist der Bruder von dem Veranstalter oder ihr veranstaltet das zusammen? Nee, Julian verdient die Ehre komplett alleine. Okay, hab schon so oft gelobt. Hier drüben wird noch gerade gespielt. Ja. Hier haben wir nochmal Overlords.
mit Cities. Hier ist noch ein Spielfeld gewesen, wo Seraphon gespielt hat. Und hier mal zum Schluss den letzten Battleplan. Hatten wir zwei, ihr seid von den Würfelgöttern? Das ist ja. Jawohl. Sehr cool. Das waren nur mal so ein paar Impressionen von Osnabrück. Das ist wirklich cool gemacht. Hier vorne ist die Theke mit Bildschirm, wo die Ergebnisse und die Paarungen gezeigt werden. Und falls man gerade Pause hat, kann man sich auch hier hinsetzen. Also coole Location, viel los. Zuerst musst du Marius filmen. Marius filmen? Machst du bitte den Spruch wieder mit dem Malen, bitte irgendwas? Was soll ich da sagen? Marius hat noch nichts gelernt. Nee, der lernt aber, der wird auch nie was lernen. Ja, beratungsresistent. Rent, Beratungszähl, ignore. Schon an, ne? Leute. Wir sind ja dran. Komm, wir setzen uns mal eine Stunde hin und hauen über Kontrastfarben drauf. Jawohl. Das war ein Angebot. Speed. Ja, aber ruf nur nicht Manu an und sag, mach mal wieder. Du könntest auch einfach malen mit Marius machen. Oder Bierzel, wie heißt das? Bierzel. Bierzel. Kannst mal Stammkunde werden. Und? Was sagt er? Tolles Turnier? Guck mal, alle ruhig. Läuft die Scheiße schon? Ja, natürlich schon, seit einer Minute. Warum ist er in einer Minute? Alter, ich finde das scheiß Loch doch mal hier mit dem Dings hier in Sandlage. Was? Sandlage. Ach so, warte, ich muss erst mein Dings hier reinstecken. Bierzel? Dein Ding reinstecken? Beim Begehaus. Was? Alter, bei mir gehört nichts. Wo ist denn das Loch hier? Da unten! Und Marius, wie hat es dir gefallen? Ja, es war ein gutes Mal nicht Turnier. Letzter im Auto. Was Neues, ne? Mann, eher eine schöne Erfahrung. Bist du auch drauf? Ich sehe hier gar nichts. Aber ja. Ich hatte natürlich einen super Teampartner, der hat alles rausgerissen. Ja, der schenkt ja gerne den Gegner die Punkte. Ja, was willst du machen? Er muss noch viel üben. Der schenkt die Gegner. So, jetzt! Ja, wir sind immer noch drauf, seit zwei Minuten. Ja, Marcel, mach mal hier Marcel, eine Sprache bitte. Ja. Ohne Marcel geht hier nichts in dem Leben. Machen wir von neu jetzt? Ja, nein, es läuft noch. Ja, du kannst einfach schneiden. Nein, das bleibt schön drauf, Robert. Oh, okay, dann. Hallo, hier sind wir wieder auf der Rückfahrt von Osnabrück. Diesmal fliegt er auch nicht. Diesmal bin ich angeschnallt und wir fliegen nicht. Marius fährt vorsichtig. Sehr gut. Keule da vorne, Junge, guter Autofahrer. Nee, toll. Geiler Tag, war schön. Erstmals an allererster Stelle nochmal, finde ich, ganz wichtig, nochmal die Organisation loben. War schön, wirklich top durchorganisiert, top Location, top Leute. Also aus unserer Perspektive gegen alle Leute, gegen die wir auch gespielt haben. Super freundlich, super fair, super angenehm und so, was ich überall sonst auch mitgesehen habe. Ja, bist du Pep Guardiola? Super, super, super. Alles super. Super, super, super. Nein, also wirklich, kann man mal wärmstens weiterempfehlen. War ein sehr, sehr tolles Turnier. Erstmal dazu. Dann auf unseren Platzierungen haben wir mit unseren vier Teams folgende Plätze erreicht, Marius und ich. Wir wollten einen Sieg einfahren, wir haben zwei geschafft, haben durch die Bemalung das Thema wieder. Sorry, das muss erwähnt werden. Punkte Abzug gekriegt und sind am Ende auf Tabellenplatz 8 gelandet. Ist okay, war cool. Hat eigentlich auch, eins, aber sonst sind es 8. Nein. Ich glaube 6 oder 7 hätten wir werden können, aber alles cool. Macht das viel aus. Hat aber sehr, sehr viel Spaß gemacht, hat auch, unsere Gegner waren geil, waren auch richtig geile Spiele. Und Marius hat mal zwei Siege auf dem Turnier geholt, Wahnsinn. Das ist selten, oder? Was? Hat er schon gebracht? Ja. Dann als nächstes Jens und Tennen. Da lief es nicht so gut. Da lief es nicht so gut. Lief nicht so gut, nee. Wollt ihr noch mal sagen? Ich glaube, mehr brauchen wir nicht sagen. Ja, wir haben im Laufe der Zeit dann gemerkt, dass unsere Armeen nicht so gut zusammengepasst haben wie erwartet. Und ja, aber man muss auch sagen, eure Armee wurde auch ganz schön beschnitten. Ja, klar, Tag vorher. Das war ein bisschen ungünstig. Da hatten wir ein bisschen was anderes geplant, was jetzt durch die Regeln ein bisschen eingeschränkt wurde, aber passt. Hat trotzdem Spaß gemacht. Das ist das Wichtigste. Genau, das ist das Wichtigste. Wir haben ja beide mit neuen Armeen für uns gespielt und haben halt viel gelernt für die Zukunft. Wo ist er denn? Auf jeden Fall. Und ist das Mikrofon an? Ja. Mega, wo bist du? Super, ja, Mega. Mega Move. Hast du mir, Junge? Er hat sogar einen Move. Mega Move heißt der. Mega Move. ja, wir haben den 6. Platz gemacht letztendlich. Das Training hat sich ausgezahlt, ne? Respekt. Okay, ja, für euch noch mehr als für mich. Ja. Respekt. haben zwei Spiele gewonnen. Eins relativ gut und schnell am Anfang. Dann durften wir gegen die Kellerkinder, gegen Danpo und Rasran mit Doppel-Fack. Totale Scheiße. Die späteren Turniersieger, ne? Ja, die späteren Turniersieger.
Ja, da gab es eine Lehrstunde, kann man sagen. Ja. So die haben in ihrem ersten Zug alles durchgekriegt, was sie durchkriegen wollten. Der Terrorgeist ist in uns rein eskaliert, der Dicke. Und hat halt alles in der ersten, eigentlich zerlegt, was in der ersten Runde Vega rausgenommen aus dem Spiel komplett. Ja. War schon das Spiel gelaufen nach der ersten Runde. Haben doch noch dann über die Zeit ganz gut gespielt. Ja, letztes Spiel. Terrorgeist wieder ausgerastet. Terrorgeist vollkommen eskaliert, war wunderbar. Zwei Trupps Plattenhals rausgebasht. Nur mit dem Maul. Keine weiteren Fragen. Ach, drei der Russ. Konnten leider nur drei Runden spielen. Sonst wären wir vielleicht noch in der Platzierung noch ein bisschen weiter hochgekommen, aber ja. Wir sind zufrieden. Stimmt. Kann man zufrieden sein. Ja. Cool. Wir haben nur gegen den Turniersieger verloren. Wir haben nur gegen den Turniersieger verloren. So kann man. Sehr, sehr gut. Und Benny, du? Ein Punkt. Ein Punkt hat leider wieder gefehlt. Wenn wir nur die gewinnen in zwei Spielen, dann hätten wir das Ding auch. Ja. Aber diesmal gibt es jetzt irgendwie, im letzten Turnier ist immer irgendwie ein Punktunterschied. Ja, ich bin aber trotzdem zufrieden. Zweiter Platz. Und wir hatten auch ein bisschen Glück zum Schluss. Sonst hätten wir vielleicht auch nicht den zweiten gemacht. Vielleicht wären wir da früher ausgeschieden gegen Escape. War auch eine super Liste. Ich sage immer noch, der Endless-Spell ist für meine Deepkin der Tod. Weil ich kann nicht fliegen, ich kann nicht rennen. Und das brauche ich einfach. Das ist halt geil, dass die Jungs, gegen die wir auch gespielt haben, dass so eine Gruppe von Skyer, Skaven, und er hat halt den Crazy zu Fuß über das ganze Spielfeld über den Zauber geportet und der war halt am Gegner dran und hat dann den Warp Lightning Zauber mitten in die Startzone in alle Einheiten reingeprescht. Bei uns sind ja schon direkt auch drei tot, natürlich an Urati basiert und Twitchell ist weg und das war ein cooler Move, coole Überraschung, war sehr ausgefuchst und gegen euch. Das haben wir ja gut gedacht, die wollten eigentlich nie anfangen auf dem Turnier. Aber da mussten wir anfangen, sonst hätten die uns die ganze Armee gebunden. Ja. Also wir wären gar nicht rausgekommen. Ja. Aber du kannst auch noch was dazu sagen, Manu, weil du... Jo. Kannst du den Move nochmal erwähnen? Den Vega-Move? Den erklären wir jetzt aber nicht, weil die wollen ja nicht alle erkennen werden. Achso. Ja, das erste Spiel war eigentlich ganz gut. Wen haben wir denn nochmal gespielt? 22-11 gegen... Ach, gegen Rotreg. Hatten wir ein bisschen Glück. Wenn wir da die Indie gewonnen hätten, ich glaube, da hätten wir die Punkte holen müssen. Mein Spiel hat mir persönlich am meisten Spaß gemacht, weiß auch nicht warum. Fand ich ganz cool, die zwei. Ja, war alle in Ordnung. Und drittes Spiel war halt, das hat ganz, haben wir entscheidend Indie gewonnen. Und haben das Ding geholt, sonst wäre es alle Indies haben ein ganz großes Kino. Das ist so eine Armee, ich glaube, die kann jeder schlagen. Das bin ich immer noch fester Meinung. Wenn du da eine gute Kombi hast und gut würfelst. Ja, da hat er super gewürfelt am Anfang, weil er nur dieser Warp-Blitz so richtig einsetzt. Ja. Die haben auch teilweise so beschissen gewürfelt. Ah, der Typ hat gut gewürfelt, weil er immer als Tödliche da, nochmal tödlich auf die. Der Skaven-Spieler? Ja. Der hat nur gut gewürfelt. Okay, also ich finde auch, die haben richtig gut gewürfelt, die zwei. Ja. Marius? Jetzt kommen wir noch zum letzten. Ja. Und seine bemalte Armee hat sie gewollt. Best Painter gewonnen, was sagst du? Wie immer, grandios. Martin regelt. Ja, ja, Morati ist heute komplett eskaliert, das kann man so sagen. Ich glaube, die hat 80 Schaden rausgehauen oder so. Also das war extrem. Die hat in einem Turn, glaube ich, 35 Schaden gemacht. Also das habe ich noch nicht erlebt. Krass. Ich will aber noch was sagen gleich. Ja, dann los. Ja, bitte. Nochmal Glückwunsch an Dempo und Rust. Ja, zum ersten Platz. Glückwunsch. Ja. Habt ihr euch verdient. Die haben nur so knapp geschnitten, weil sie zweimal Mini Paradise richtig rasiert haben. Ja. Ohne uns wärt ihr nie da, wo ihr seid. Aber er ist trotzdem Verkäufer. Er ist nochmal ein Stormcast-Spieler, hätte lieber das Stormcast gespielt. Ah, ich will auch mal gewinnen. Eigentlich hat er mehr Trust gespielt, er hat nur gewürfelt und ein paar Minuten. Sonst kassieren doch sonst immer nur Niederlagen gegen Mini Paradise, wollen sie auch mal kassieren. Jetzt holt er schon den Felmer wieder, ne? Aber jetzt ist die große Frage. Wie bitte? Spielt der Jens in Felmer Flash Eater oder Orks? Das ist eine sehr gute Frage. Und Jens? Das möchte ich ja gerne mal wissen. Das ist egal. Nee, das ist der Handy. Das werden wir sehen. Der hat sich so verschanzt. Bist du entschlossen, die Orks nochmal zu spielen oder willst du lieber Flash Eater spielen? Definitiv, aber ob das für Felmer schon mit einer bemalten Armee reicht, das ist was anderes. Dann können wir dir Figuren leihen, so ist es ja nicht. Ja, ich kann dir was leihen. Ich habe auch noch alles. Ich habe auch noch einen Megabus, den leihen kannst. Wo wir gerade schön bei dem Thema sind, 23.11. Unser neues und letztes Age of Sigmar Turnier in diesem Jahr. Sorry, ich bin wackeln, der Marius ist gerade über den Felsen gefahren. Wie bitte? Marius ist gerade über den Felsen gefahren. Also.
Wir haben, glaube ich, aktuell noch 3 oder 4 freie Plätze. Also das ist nicht mehr. Dann ist schon wieder voll. Ja, relativ voll. Aber im nächsten Jahr greifen wir wieder ganz normal früh an. Warte, kann ich ja spielen. Neujahrsturnier und so weiter. Also wir freuen uns drauf. Das wird ein cooles Turnier sein. Heute muss man wieder sagen, viele schöne bekannte Gesichter. Ist echt wie man immer so schön sagt, Klassentreffen erneut. Ist wirklich toll. Wird echt herzlich. Schöner Umgang zwischen den Menschen. Zwischen den Menschen. Tolle Leute. Und wirklich immer Daumen hoch für die komplette Community auf der Turnier. Ja. Oder Turnierszene. Wirklich toll. Macht sehr, sehr viel Spaß. Und die Reise lohnt sich halt wirklich. Bis in 2 Wochen zum nächsten Turnier-Report. Ja. Da sind wir wieder bei uns dabei. Auch wahrscheinlich nochmal ein Live-Video. Alles Mögliche drum und dran. Ihr hört von uns. Ja. Wir machen jetzt nach unserem richtigen McDonald's-Essen danke nochmal an Jens und Henning. Ja, danke fürs Essen hier. Danke nochmal. Will noch jemand was sagen? Jens. Man muss Bega, willst du noch was sagen, was du stellst? Oder Jensi oder Henning? Ja, Wettschulden sind Ehrenschulden. Das, ich muss ja meins auch noch einlösen, ne, von der Deutschen Meisterschaft. Hab ich nicht vergessen. Sonst noch jemand was, Marius? Als Spartenleiter? Wie immer ein guter Ausflug. Und jawohl. Hoffentlich kommen wir jetzt noch gut heim und bis bald. Ja, macht's gut. Ciao. Tschüss.